So, damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Version des Tutorials, wie baue ich ein Raumschiff? Und mit Raumschiff meine ich eins, mit dem wir die Erde oder einen anderen Planeten verlassen können und da oben rumschippern können. Das ist jetzt nicht so mega schwierig, aber so ein paar Sachen gilt es doch zu beachten. Wem es auffällt, das ist unsere Tutorial-Welt. Ich habe noch ein bisschen dran rumgebastelt. Und wir fangen einfach mal so mit den grundlegendsten Sachen an. Wir sehen jetzt schon, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Es gibt verschiedene Arten von Triebwerken. Ja, gehen wir mal hier rechts zu den beiden. Diese beiden, die wir hier sehen, also diese vier sind es insgesamt, aber das hier sind Ionenantriebe. Also das ist der Ionenantrieb, das ist das kleine Triebwerk und das ist das große Triebwerk. Natürlich für ein großes Schiff oder eine Station. Wobei Stationen, große Schiff dieselben Blöcke benutzen von der Größe her. Also wenn ihr ein großes Raumschiff bastelt, seht ihr, was euch ungefähr erwartet von den Triebwerken her. Sieht nicht schlecht aus, aber man braucht ein bisschen Platz. Aber ist ja was anderes. So, die funktionieren mit Strom. Das heißt, ihr braucht relativ viel Saft. Gerade bei den Ionentriebwerken kommt man um den Reaktor meistens nicht drum rum. Das heißt, den kann man eh meistens dann in dem Fall in der Regel erst bauen, wenn man oben im Weltall ist, da man dafür Uran braucht für den Reaktor und das findet man ja nur auf Asteroiden. Ionentriebwerke funktionieren perfekt im Weltall, sind dafür eigentlich, ich sag mal, das Fortbewegungsmittel Nummer 1, weil sie halt nur Strom benötigen. Nur in Anführungszeichen. Sie funktionieren auch in der Atmosphäre, allerdings nur sehr stark eingegrenzt. Also ich sag mal, wenn ihr ein kleines Raumschiff oder ein Jet basteln wollt, was sich nur in der Atmosphäre bewegt, dann sollte das nicht die Nummer 1 sein eurer Wahl. Also wie gesagt, für Weltall super gut als Unterstützungstriebwerk oder Notfalltriebwerk für die Atmosphäre kann man es auch nehmen. Kommen wir hier drüben. Das, ich schwimme mal ein bisschen höher, dann sieht man das besser. Das hier ist das Atmosphärentriebwerk. Wir sehen es, sieht auch halt aus wie so ein normales Triebwerk, ne? Hier vorne entsprechend mit den ganzen Blättern, von den Turbinenblättern. Das sieht halt genauso aus, wie wir das halt kennen von unseren Jets, ne? Die hier überall rumfliegen. Das sind die Atmosphärentriebwerke. Das große und das kleine entsprechend. Die brauchen auch nur Strom. Allerdings sehr wenig. So, wir achten jetzt mal nicht drauf, dass ich habe den Kreativmodus eingestellt hierfür, damit wir es basteln können. Von daher ist das schon okay. Also, die brauchen nur sehr, sehr wenig Strom. Ich sag mal, wenn ihr ein kleines Raumschiff bastelt und ihr habt so 4, 5 Solarzellen, also 4 reichen aus, es würden auch weniger gehen, 4 Solarzellen dran und 2, 3 Batterien, dann könnt ihr damit auf jeden Fall durch die Gegend fliegen. Klar, vielleicht nicht so mega weit und müsst zwischendurch mal Pause machen, aber ist auf jeden Fall flugfähig. Wo es nicht funktioniert, sagt der Name schon, Atmosphärentriebwerk funktioniert nicht da oben. Ja, es funktioniert so bis circa einer Höhe von 5000, zumindest ist mein letzter Stand gewesen. Darüber sollte nichts mehr möglich sein. Das ist einfach die Luft zu dünn. Ne? Ist ja klar, ne? Kann nichts mehr verbrennen. Lalalala. Also mehr oder weniger, aber ne? Hierfür irgendwo super, super gut. Das letzte von den drei verschiedenen Triebwerksarten, die es gibt, sind gleichzeitig die stärksten Triebwerke, die es in Space Engineers gibt. Und zwar die Hydrogentriebwerke. Hydrogen kennen wir vom Jetpack. Das brauchen wir, damit wir mit dem Jetpack schweben können. Also aus Eis macht man in einem Sauerstoffgenerator Wasserstoff, wenn man entsprechend einen Wasserstoffgenerator, einen Wasserstofftank dran hat. Das sehen wir hier. Das ist der normale Sauerstoffgenerator. Hier ist, glaube ich, weiß gar nicht, ist noch was drin? Ja, ein bisschen Eis ist noch drin, ein kleiner Rest. Der wird anscheinend nicht mehr benötigt, beziehungsweise reicht nicht mehr aus, um was zu produzieren. Und das ist der Hydrogentank. Natürlich für ein großes Schiff entsprechend. Sie sehen, der braucht auch schon so ein bisschen Platz. Und den muss man halt immer irgendwie entweder direkt anschließen oder über alle Rohrleitungen mit einem Hydrogentriebwerk. Das hier ist das große. Erinnert so ein bisschen an diese schönen Raketen, ne, oder wie beim Space Shuttle und die Triebwerke, die man daran sieht. Ja, sehr schön. Und das ist das Kleine. Wir sehen, hat einen Anschlusspunkt da und das hat hier
an jeder Seite praktisch, wenn man das zur Himmelsrichtung sehen will, ne? Norden, Süden, Westen, Osten hat es jeweils eins. Und hier hinten dran, da wo der Tank ist, praktisch da in der Mitte, da ist auch nochmal ein Punkt. Deshalb kann man das so schnieke aneinander anschließen. Hydrogen, wir sehen, wenn wir hier mal reingucken in den Tank, ist jetzt noch nicht so voll. Ein bisschen was ist drin, 2% ist er gefüllt. Ich habe das jetzt mal ausgeschaltet, denn Hydrogentriebwerke brennen so lange, wie Hydrogen in einem Tank drin ist. Wenn ich jetzt hier rangehe, einmal drauf zugreifen und dann ist das hier der Hydrogen-Thruster. Dann sehen wir, jetzt brennt es. Und brennt die ganze Zeit und immer weiter. Es würde natürlich eine richtige schöne Flamme geben, wenn wir jetzt Schub geben, aber er brennt jetzt die ganze Zeit. Während die anderen ja auch permanent an sind, aber nur Strom verbrauchen, verbrennt der gerade unseren ganzen Sprit. Und somit sind wir relativ schnell am Ärmel und können nicht weiterfliegen. Also wir sehen, momentan ist da nicht so wirklich viel drin, was er verbraucht. Aber wenn ihr Strom oder wenn ihr Hydrogen sparen wollt vielmehr, schaltet das aus, wenn ihr das nicht braucht. Mal so als Faustformel ungefähr. Ich habe da nachgeguckt auf der Wiki-Seite entsprechend, um mich nochmal zu vergewissern, weil ich mir auch nicht mehr ganz schlüssig war, wie es denn nun ausgesehen hat. Aber dort wird es immer noch so angegeben, ein großes Hydrogentriebwerk, so wie das hier, mit einem Tank, einer Tankfüllung. Das heißt, einmal dieser komplette Tank voll und ein Hydrogentriebwerk, ein großes, schaffen es 500 Tonnen Raumschiff hier raus zu katapultieren aus der Atmosphäre in den Orbit. Das kann man so ungefähr Pi mal Daumen rechnen. Das heißt, 500 Tonnen, ein großer Tank, ein großes Triebwerk, schafft ihr. Das sollte natürlich nicht euer Ziel sein, ja? Da so nach dem Motto so, jetzt habe ich das so und so viel. Okay, ich kalkuliere so knapp wie möglich. Rechnet lieber mehr ein. Gerade jetzt nach den letzten Updates musste ich feststellen, dass das doch nicht mehr so ganz hinhauen kann. Aber da gilt halt auch wieder, probieren geht über studieren und so eine grobe, Richtung, die man dann hat, entsprechend schadet ja auch nicht. So, wir wollen aber ein Raumschiff bauen, darum soll es ja gehen. Grundlagen haben wir, wissen, okay, was wir brauchen wir, je nachdem, was wir basteln wollen. Und dementsprechend basteln wir einfach uns eins, das jetzt hier die Atmosphäre verlassen soll. Dazu machen wir das auch so, wie wir das eben festgestellt haben. Wir bauen ein großes Raumschiff, beziehungsweise immer ein kleines Raumschiff. Ja, ich weiß, Fuel Critical, okay. So, nehmen wir hier ein bisschen ranzoomen, genau. Das Ganze hier fängt immer an mit einem Fuß. Ich platziere den jetzt einfach. Wenn der so grün ist wie hier, ja, dann steht er fest. Also normalerweise wäre der bei euch jetzt im Rohbau, ihr müsstet ihn jetzt schweißen. Da das viel zu lange dauern würde, wenn ich jetzt die Ressourcen beschaffe, machen wir das jetzt hier alles im Kreativmodus. So, dann kann man eigentlich anfangen, wie man lustig ist. Ich persönlich mache eigentlich immer gern irgendeine Bodenplatte drunter. Das heißt, einfach hier entsprechend irgendwas dran knallen. Cockpits haben wir ja mittlerweile ein paar zur Auswahl, wenn wir hier drauf gehen. Ne, so ein bisschen was haben wir. Es kommt halt echt drauf an, was wollt ihr machen. Also gerade in Hinsicht auf die Anschlüsse muss man halt echt darauf achten, was will ich direkt dahinter setzen. Bei einem kleinen Raumschiff, beim großen ähnlich, aber so, weil hier zum Beispiel, da sehen wir, der hat gar keinen. Also er hat oben einen Anschluss, unten keinen, an den Seiten auch nicht und hinten hat er diese beiden kleinen. Muss man halt schauen, was will man da anschließen. Er hat die hier in der Mitte, er hat unten einen großen, das ist echt von Vorteil. An den Seiten keinen, aber vorne hat er nochmal einen kleinen. Also gar nicht so verkehrt, gerade bei Bohrschiffen, finde ich jetzt. So, das Jägercockpit hat hinten einen großen Anschluss, unten drunter den kleinen, oben nichts, an den Seiten auch nichts und vorne nochmal einen kleinen. Auch nicht verkehrt. Ja, also wir werden jetzt in dem Beispiel das Jägercockpit nehmen. Warum? Weil es einfach jetzt einfach ja. Ich müsste mir jetzt irgendwas ausdenken, beziehungsweise was vorweggreifen. Von daher so. Also, Cockpit, man muss nicht immer mit dem Cockpit anfangen, ja?
Man kann das Cockpit auch zum Schluss setzen. Was man nur beachten sollte, wenn ihr das Cockpit später wieder abbaut und ihr habt schon Triebwerke gesetzt, dann sind die Triebwerke so ausgerichtet, wie das Cockpit vorher war. Also, ich gehe mal hier kurz hin. Wir bauen ja jetzt hier, nehmen wir einfach mal die 7. So, also wenn ich jetzt das so wie jetzt gebaut habe und ich setze dieses Triebwerk hier dran, dann ist das jetzt ein Vorwärtstriebwerk. Wenn wir hier mal reingucken, greifen wir kurz drauf zu. So, Kontrollfeld, Triebwerk, ist dann halt für die Vorwärtsrichtung, ja? Wenn wir jetzt noch ein Gyroskop dran setzen, Moment, das brauchen wir nicht auch. Gyroskope sind wichtig, denn Gyroskope dienen dazu, dass das Schiff sich bewegen kann. So. Sehen wir hier entsprechend, da haben wir das Gyroskop. Braucht alles noch Strom, das machen wir auch noch gleich. So, also, wenn wir das jetzt wegnehmen würden, ja, wenn alles soweit ist und wir nehmen das dann weg, das Cockpit, dann bleibt das trotzdem das Vorwärtstriebwerk. Das heißt, wenn wir dann nach vorne drücken, ja, sodass wir in die Richtung fliegen, ist das immer noch so eingestellt. Selbst wenn wir das Cockpit weggenommen haben und jetzt zum Beispiel die andere Richtung gucken lassen, das macht die Steuerung so ein bisschen unmöglich. Also immer darauf achten, was ihr da zuerst macht. Ja. Oder ansonsten halt alle Triebwerke wieder entfernen und dann neu setzen. Aber naja, egal. So, also wenn wir jetzt das hier Ganze gebaut haben, wie ihr das dann hier entsprechend bastelt, muss jedem selbst überlassen sein. Ich sag mal, ich mag es immer so ein bisschen hübscher. Ja, also das natürlich ist hübsch im Auge des Betrachters. Ich werde jetzt auch nicht hier versuchen, irgendeinen Designwettbewerb zu gewinnen beim Tutorial. So nach dem Motto, ich will jetzt hier unbedingt ein schnickes Raumschiff basteln. Das wird nicht reichen. Also dazu müssten wir sonst viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen, um hier das Tutorial dann abzufertigen. Und das dauert zu lange. So, wir gehen mal hier hin. Ich brauche auf jeden Fall nämlich, wenn wir ins Weltall fliegen wollen, was brauchen wir dann? Richtig, wir brauchen Hydrogen. Hydrogen heißt, wir brauchen einen Tank und wir brauchen auf jeden Fall einen Sauerstoffgenerator, damit wir denn auch, wenn wir irgendwo im Weltall sind und wir Eis finden, neues Hydrogen herstellen können. Wäre zumindest nicht schlecht. Also, das heißt, wir gehen mal hier hin und gucken mal ganz kurz, wir geben es einfach hier ein, das geht schneller. So, wo ist der Sauerstoffgenerator? Der Sauerstofftank. So, und Sauerstofftank bringt uns dann auch gleich schon zum nächsten. Den nehmen wir auch mal hier mit rein, Sauerstofftank. So, Sauerstofftank brauchen wir jetzt hier an dieser Stelle nicht. Wir sehen, er hat zwei kleine und einen großen Anschluss. Nicht so ganz das, was ich jetzt gerade möchte. Mal gucken. Das ist entsprechend der Sauerstoffgenerator. Und da können wir jetzt mal schauen. Das hier links ist der das, was ich in der Hand habe, ist der Sauerstoffgenerator für ein kleines Schiff. Das hier links ist der Sauerstoffgenerator für ein großes Schiff. Genau, also die großen Teile sehen immer genauso aus wie die, die man an der Station verbaut. Das heißt, wir brauchen halt echt viel Platz für das Teil, ne? Und er hat auch nicht diese Anschlüsse, wie wir die haben. Er hat keinen kleinen Anschluss, das hat er nur der kleine Sauerstoffgenerator. So, aber wir sehen, wenn wir den jetzt hier anschließen, kann ich den direkt hier dran packen. Ah, kurz vor sie ranschweben, genau. Und hab dann hier die Anschlüsse, die kleinen. So, die sind jetzt miteinander verbunden, wunderbärchenhaft. Das heißt, er nimmt sich dann, wenn er was generiert, oder ich kann von dort aus das hier reinschieben, das funktioniert alles. So. Da es ja ganz schön ist, dass wir Hydrogen haben, ne, also, dass wir Hydrogen brauchen für das Triebwerk, ist es natürlich auch nicht schlecht, wenn wir Sauerstoff haben, denn irgendwie wäre das vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir nicht immer die ganze Zeit den Helm, also das Visier zumachen müssten mit J, so wie jetzt, sondern einfach im Cockpit sitzen könnten, ohne unseren Sauerstoff des Anzugs zu verbrauchen. Das heißt, wir gucken hier, okay, Anschlüsse sind da, gut, wunderbärchenhaft, und setzen das dann 1:1 dran. Das heißt, Sauerstofftank ist jetzt damit verbunden, wunderbärchenhaft. Das heißt, wir speichern, wenn wir Eis da reinpacken, automatisch dann auch gleichzeitig den Sauerstoff, weil das ist das Gute. Der Sauerstoffgenerator stellt gleichzeitig Sauerstoff und Hydrogen her, das heißt Win-Win-Situation und wir haben ein bisschen Luft zum Atmen. Vorteil auch für uns, wenn wir Sauerstoffflaschen dabei haben, können wir die dann auch dort wieder auffüllen. Ja, also man muss halt immer so ein bisschen dran denken, was brauche ich alles im Weltall und das brauche ich definitiv. So, das wäre dann das. Was brauchen wir dann auf jeden Fall? Richtig, wir brauchen auf jeden Fall einen Hydrogentank. Das sind die kleinen Hydrogentanks. Ja,
kann man nehmen. Das sind übrigens alles Vanilla-Sachen, ne? Ist jetzt nichts irgendwie aus einer Mod. Wir gehen mal hier ran. Das ist der kleine Hydrogentank. Sauerstofftank, Hydrogen. Genau, hier ist der kleine Hydrogentank. Wir klicken den mal an. Wir gucken mal rein, wie viel Speicherkapazität er hat. Wir sehen das, 7000 Liter. Das reicht nicht wirklich weit, ja. Also das kann man vielleicht mal nehmen, falls man irgendwo ein bisschen Platz noch dazwischen hat. Ich denke, ach, bevor ich da jetzt Panzerplatten hinsetze, sinnfreierweise nutze ich mal den Leerraum und packe dann nochmal das ran. Ja, okay, aber für ein Raumschiff, jetzt sollte es nicht unbedingt der Haupttank sein, ja. Also da kommen wir wirklich an dem hier nicht vorbei. Nicht der, sondern der hier. Genau, also der ist auch, wir sehen es beim, klar, es ist jetzt der große Tank, ja. Jetzt kein Vergleich zu seinem großen Bruder vom großen Raumschiff, ne, entsprechend, wenn wir das hier sehen, es ist winzig dagegen, aber ist ja irgendwie klar, ist ja ein kleines Raumschiff. Aber, was wir sehen, der hat da einen großen Anschluss und was haben wir da übrig? Genau, einen großen Anschluss. Das heißt, das hier kurz mal rangesetzt, tada, alles miteinander verbunden. Und da sehen wir, selbst wenn wir jetzt nur die notwendigsten Sachen einpacken, haben wir schon so eine gewisse Größe erreicht, was das Raumschiff angeht, ne? Gut, man könnte jetzt rein theoretisch, wenn man sagt, ach, ich will eh nur in meinem Raumschiff sitzen, dann könnte man den Sauerstofftank auch weglassen. Ist aber nicht empfehlenswert. Ich würde es zumindest nie machen, ja? Ja gut, vielleicht wenn ich ein reines Shuttle hätte schon, aber naja. Baut es einfach dran, wobei es ist eh eure Sache, wenn ihr das machen wollt. Ihr könnt auch den Sauerstoffgenerator weglassen und das immer nur an bestimmten Stationen betanken. Das geht ja alles. Gut, also auf jeden Fall haben wir hier schon mal die grundlegendsten Sachen. Wunderbärchenhaft, funktioniert, läuft. Jetzt ist die Sache, reicht ein Tank? Ich persönlich würde nie mit nur einem einzigen Tank fliegen. Das Risiko, dass da irgendwas passiert, wäre mir einfach zu groß. Ja, weshalb ich immer sagen würde, okay, komm, wir, warum macht das jetzt nicht? Genau, jetzt hat das. Was macht der gerade? Wir müssen das nochmal kurz neu reinladen. Er hat mit dem neuen immer so ein bisschen Probleme, habe ich den Eindruck. Okay. Nimm halt das. Das, genau. So, vorsichtig. Genau, setzen wir einfach den nächsten dran. Dann haben wir zwei Tanks und damit sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Also wir können doch mal schauen. Also wir haben ja eben gesehen, 7000 Liter der kleine. Und jetzt gucken, der normale, ne, da sind wir hier bei 160.000. Das ist halt schon mal eine ganz andere Hausnummer. Da können wir auf jeden Fall doch deutlich mehr mit erreichen. Und wie gesagt, einen davon brauchen wir, um ins Weltall zu kommen. Wenn wir mal gucken, wie schwer ist unser Raumschiff? Wir sehen, wir sind bei 12.388, also wir sind bei 12 Tonnen. 500 Tonnen haben wir noch so im Hinterkopf, so grob Pi mal Daumen. 500 Tonnen für einen Tank und ein großes Triebwerk. Das heißt, da sind wir jetzt auf der sicheren Seite, weil wir haben rein theoretisch genügend Kapazitäten, was den Sprit angeht. Hm, gar nicht so verkehrt. Ja. So, und das heißt, wir wissen, ein großes Triebwerk reicht. Das heißt, dann entsprechend hier, wir sehen es, das hat auch einen großen Anschluss, ist genauso wie das andere aufgebaut. Passt, wackelt und hat Luft, das heißt, damit können wir navigieren. Jetzt wollen wir natürlich auch noch ein paar Steuerdüsen haben, das heißt, nutzen wir gleich an der Stelle entsprechend den Platz und bauen das dann hier dran. Also ich kann es zumindest nur empfehlen, das so zu machen, man spart sich halt die Leitung. Ne, an der Stelle. Wenn man natürlich das irgendwie verkleiden möchte, gut, dann muss man halt noch mit Rohrsystemen basteln, aber so hat man zumindest erstmal was und es ist jetzt ja nicht so mega krass vom Navigieren her, aber zumindest kann man erstmal sich ein bisschen bewegen. Das, was ich jetzt mache, dient einfach nur der Tatsache, dass nur ein kleines Hydrogentriebwerk definitiv zu wenig ist, um irgendwas in irgendeine Richtung zu bewegen. Ja, das ist halt doch dann stark eingeschränkt. Und damit das nicht der Fall ist, setze ich einfach nochmal welche ran. So, und dann haben wir jetzt praktisch zwei in jeder Richtung. Gut, was wir nicht haben, sind Hydrogentriebwerke zum Bremsen. Da kann man sich jetzt drüber streiten, braucht man das nicht? Ich würde sagen, spontan ja, weil man muss immer damit rechnen, dass dann doch was passiert. Hydrogen fällt aus oder die anderen fallen aus, weil wir keinen Strom mehr haben. Dafür haben wir noch Hydrogen.
Also vorsichtshalber einfach ganz kurz hier in Verbindungsstücke und halt Fracht. Ja, da ist es genau. Den Block suche ich. Nehmen wir das hier. So. Entsprechend das hier dran. Das machen wir hier drüben auch. Ich hätte natürlich auch Spiegeln aktivieren können, aber wir machen das jetzt einfach so. So, und dann setzen wir einfach hier ein kleines in die Richtung. Und ein kleines auch noch in die Richtung. Wunderbärchenhaft. Und da sehen wir, jetzt können wir praktisch mit den Hydrogentriebwerken in jede Richtung fliegen. Was jetzt natürlich so ein bisschen ungünstig ist, wir können nicht so direkt abheben. Ja? Also das jetzt hier mit den beiden hier hochzuheben, wird spannend. Von daher, wenn ihr auf dem Planeten startet, würde ich empfehlen, damit ihr euch es ein bisschen einfacher macht und Energie spart, das Hydrogen spart, nehmt Atmosphärentriebwerke mit rein. Das kann, also es ist auf jeden Fall nicht euer Schaden. Aber da gehen wir erstmal hier rein ins Cockpit, setzen uns hier hin und erstellen erstmal eine Gruppe. So, und zwar suchen wir uns hier raus, über Suche, Hydrogen und dann Thruster. Genau, da haben wir jetzt alle, die wir haben. Und wir sehen genau das, was ich meinte. Hier hat er jetzt dahinter gesetzt mittlerweile. Was ist wo, ne? Was ist nach links, was nach rechts, vorwärts, aufwärts, abwärts, alles drinne. Und wenn wir jetzt das Cockpit wegnehmen, dann verschwindet es nicht. Also entsprechend alle markieren, eine Gruppe erstellen hier drüben. Ich sage einfach mal Hydrogen. Triebwerke. So, wunderbar, speichern. Und dann stellen wir, haben wir jetzt hier die Gruppe, stellen wir einfach auf aus. So, dann sehen wir, alle Blöcke sind ausgeschalten. Genau. Warum machen wir das? Wenn wir jetzt hier rausgehen und im Cockpit sitzen und jetzt G drücken, ja, also G wie Golf, dann können wir über Gruppen unsere Hydrogentriebwerke hier irgendwo hinlegen, wo, auf welche Nummer auch immer ihr wollt, und können sagen, Block umschalten, an, aus. Das heißt, damit kann ich jetzt die Hydrogentriebwerke an- und ausschalten. Also wenn ich der Meinung bin, hey, ich brauche sie jetzt noch nicht, lasse ich sie aus, oder hey, jetzt brauche ich sie, kann ich sie an- und ausschalten, so dass ich so viel wie möglich halt an Energie spare. Jetzt momentan sind sie aus, das heißt, wenn ich jetzt zurück in einfüge oder herstelle entsprechend, dann verbrennen die das nicht gleich, was man da halt produziert. Gerade bei einem kleinen Raumschiff, da geht das dann doch relativ fix, gerade durch so viele Triebwerke dann. Ne? So, aber was brauchen wir dann noch? Richtig, haben wir eben gesagt, wir brauchen noch die Atmosphärentriebwerke. Hier sehen wir, so sieht ein kleines Atmosphärentriebwerk aus, an einem kleinen Raumschiff. Und so ein großes. So, ungünstig. Wir sollten es nicht hier davor stellen, weil dann brutzelt es das weg. Das heißt, wir werden hier einmal das dahin packen. Und dann das hier. Das sollte für den Auftrieb reichen. Zwei große Triebwerke. Wunderbärchenhaft. Passt. Jetzt kann man rein theoretisch noch. Wenn er sagt, okay, ich möchte wirklich die Hydrogentriebwerke erst so circa 5000 Metern oder wann auch immer die Atmosphärentriebwerke versagen. Erst dann möchte ich die Hydrogentriebwerke nutzen. Gut, dann sollte man natürlich noch kleine Triebwerke entsprechend installieren, so wie jetzt hier zum Beispiel, dass man in die ganzen Richtungen navigieren kann. Das wäre von Vorteil. Machen wir jetzt hier einfach nicht. Wir wollen einfach nur, dass wir damit nach oben fliegen können und fertig. Also, dass wir hier abheben können und ein bisschen Energie sparen. So, was natürlich jetzt noch, von, wenn man das möchte, wichtig wäre, entsprechend Ionentriebwerke installieren, damit wir vielleicht dann im Weltall ein bisschen Energie sparen. Ist natürlich auch die Sache, okay, will ich jetzt ein großes, ein kleines, brauchen wir jetzt hier an der Stelle nicht. Also ich würde das jetzt weglassen. Wie gesagt, wenn ihr oben im Weltall seid, einfach analog dazu sondern das Ganze reinpacken. Und jetzt haben wir natürlich das, was ich vorhin erwähnt habe, nicht installiert, und zwar die Gyroskope. Die sorgen halt wirklich dafür, dass man das steuern kann, ansonsten ist es unsteuerbar. Manche würden jetzt sagen, okay, ein Gyroskop reicht bei einem kleinen Raumschiff, so einem ganz kleinen wie jetzt hier. Ja, mag reichen, aber generell kann man sich merken, je mehr Gyroskope, desto besser und so leichter lässt sich das Ganze steuern. Wenn ihr es natürlich übertreibt, also ich sag mal, wenn ihr jetzt bei so einem kleinen Raumschiff jetzt so 40 oder 50 von diesen Gyroskopen dran knallt, dann werdet ihr merken, dass ihr nur ganz, ganz vorsichtig die Maus bewegen dürft. Also wie ihr ein bisschen stärker die Maus bewegt, wird euer Schiff sofort massiv darauf reagieren.
Das sollte man eher vermeiden, dann muss man wieder welche wegnehmen oder man schraubt einfach die Stärke des Gyroskops runter, das geht auch. Aber jetzt hier bei dem, also ich sag mal, wenn er da jetzt 8 oder 10 Stück installiert, reicht das. So, das machen wir auch, wir werden das mal hier, also hier. Jetzt haben wir schon mal 5. Machen wir auch nochmal 5. So, wunderbärchenhaft. Gut, aber wir sehen, da läuft irgendwie noch nichts, ne? Ja, klar, Strom fehlt. Das heißt, entsprechend suchen wir uns hier den Reaktor. Da haben wir ihn. Ja, klein oder groß. Das ist echt so eine Sache. Für die, die... Also wir haben jetzt ja eigentlich als Stromfresser nur, in Anführungszeichen, den Sauerstoffgenerator und die Atmosphärentriebwerke. Das heißt, da würde ich persönlich sagen, reicht der kleine aus. Den wählen wir uns auch mal hier aus. Nehmen wir. Genau. Ich tendiere ja immer dazu, wenn ich das baue, dass ich sage, okay, ich mache ein, also ich setze mir hier kurz eine Brücke, sonst kann ich den nicht platzieren. Genau. Dass ich immer einen baue, der frei zugänglich ist und den anderen so baue, dass der damit verbunden ist. Ne, dass der hier irgendwo einen Anschluss hat. Wir nehmen einfach mal, weil es sich gerade anbietet, den hier. Also es ist jetzt nicht irgendwie auf sicher und sonst was, es ist einfach nur auf praktisch gerade. Warum habe ich das gemacht? Wenn man in die unangenehme, ich wollte das peinlich sagen, aber ich sage mal einfach unangenehm, also wenn man in die unangenehme Situation kommen sollte, dass der Strom ausfällt komplett, die Batterie dann auch ausgepowert ist, also gar keine Energie mehr im Raumschiff vorhanden ist, dann kann ich jetzt da nicht mehr nachfüllen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir hier so ein übers Cockpit, eigentlich ist ja übers Cockpit jetzt alles verbunden, wenn ich jetzt übers Cockpit reingehe, kann ich das Uran nicht von hier aus dort einfügen, sondern ich kann es nur direkt am Reaktor machen. Deshalb lasse ich mir immer einen Reaktor praktisch so ein bisschen außen vor, den ich dann hier manuell befüllen kann, wenn dann genau das passiert. Weil wenn das jetzt wirklich sein sollte, wie gesagt, kann ich von hier aus oder von irgendeinem anderen Knotenpunkt aus nichts da einfügen. Und direkt darauf zugreifen kann ich nicht, weil er hat halt nur diesen einen einzigen Zugriffspunkt. Deshalb haben wir den jetzt praktisch andersrum eingefügt und können dann hier loslegen. Aber eben habe ich es noch erwähnt, ne? Batterien fehlen. Denn gerade wenn man Energie hat, sollte man auch Batterien nutzen. Haben wir hier die. Ist jetzt halt die Sache. Nimmt man eine kleine Batterie, eine große Batterie. Ich persönlich habe keine guten Erfahrungen mit den kleinen Batterien. Von daher also weigere ich mich noch so ein bisschen, die zu benutzen. So, wir setzen die jetzt mal. Optisch natürlich total ansprechend. Hier dran. So, wir sehen, eine Batterie, wenn man die baut, das ist immer der Schnieke, kommt immer vom Hersteller direkt gleich mit ein bisschen Saft. Ne? Das heißt, selbst wenn ihr die jetzt halt im normalen Modus baut, die hat immer so ein klein bisschen Ladung. Ja, wir können mal kurz drauf zugreifen. Jetzt sehen wir uns das mal an, damit wir das auch nachvollziehen können. Hochscrollen. So, da sehen wir es. Hier, gespeicherte Energie. So knapp 300 Kilowatt hat die immer, wenn ihr sie baut. Ja, wir sehen aber auch, das entlädt sich schon. Okay. Wenn man jetzt möchte, einfach optikhalber, könnte man jetzt sagen, okay, jetzt habe ich hier schon so ein bisschen so eine Tragfläche angedeutet. Machen wir mal hier so. Genau. Entsprechend, dass man halt hier einfach so, so ein bisschen das Gefühl von dem Flugzeug hat oder von dem Jet. So, genau, so. Wie viel haben wir jetzt hier an der Stelle? Haben wir 6 Blöcke. Okay, machen wir das hier auch, damit es einheitlich ist. Genau. Also jetzt hier im Kreativmodus geht das halt relativ fix, ne? Ihr müsst schweißen und alles mögliche. So. Ist das gleich? Ah, noch nicht ganz. Genau, machen wir hier nochmal einen ran. Wunderbar. Ja, sieht euch jetzt schon so ein bisschen danach aus. Wie gesagt, Schönheit soll es jetzt nicht gewinnen, also Schönheitspreis. Einfach nur praktisch sein. Wenn ihr Waffen dran bauen wollt, dann solltet ihr definitiv eine Frachtbox installieren. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Also einen Frachtcontainer müsste man halt auch noch irgendwo mit dran knallen, wenn man noch was mitnehmen möchte. Ein Cockpit hat zwar auch immer ein bisschen Staufläche. Wir sehen es, 5000 Liter passen hier rein. Aber die sind halt relativ zügig voll. Ne? Also wenn ihr Frachtcontainer mit dran setzen, dann könnt ihr auch auf jeden Fall ein bisschen Asteroiden da oben abbuddeln, wieder zurückkehren und die Ressourcen hier weiterverarbeiten, wenn ihr das möchtet.
Das wäre jetzt rein theoretisch so das Raumschiff, wie man es benutzen könnte, um von hier zu entkommen. Ja, rein theoretisch. Denn was man, ja, rein, man muss es nicht, aber ich sag mal, von Vorteil hat es oder ist es, wenn ihr eine Antenne installiert. Ich hatte das ein paar Mal gehabt, dass ich das nicht gemacht habe oder mir im schlimmsten Fall von einem Gegner die Antenne zerballert wurde. Und da merkt man dann erstmal, wie dringend wichtig das ganze Teil doch ist. Was macht die Antenne? Sie sendet ein Signal. Ja, sie sendet ein Signal und zwar an mich. Gut, andere können das halt auch noch aufschnappen zur Not, aber ich sehe dadurch mein Raumschiff. Die ganze Zeit sehe ich mein Raumschiff, wo es denn ist. Gerade wenn ich irgendwo gerade bei so einem Asteroiden bin und das Raumschiff da irgendwo geparkt habe und der Asteroid vielleicht ein bisschen größer ist, dann kann es durchaus mal passieren, dass ich mir einen Wolf suche. Ja, so nach dem Motto, wo zur Hölle ist mein Raumschiff? Das ist irgendwie so ein bisschen doof. So, Antenne, wir nennen das einfach mal um und sagen jetzt so, Org Shuttle. Einfach mal so. So, hier kann man noch die Reichweite einstellen. Wir machen mal einfach 50 Kilometer entsprechend. Ist zwar viel zu übertrieben, aber vollkommen egal. So, und dann sehen wir, ihr zeigt auch an, Org Shuttle und der Bärchenhaft. Ich weiß genau, wenn ich irgendwo langfliege, wenn man Alt gedrückt hält, dann zeigt er einem ja auch immer die Namen an, auch wenn man es nicht so im Blick hat, ne? Dann sehe ich so, ach, okay, da in 13,7 Metern Entfernung, da ist mein Org Shuttle. Falls ich nicht sehen sollte. Gut. Das heißt, das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist das Hydrogen. Was man machen kann, was der eine oder andere, falls ihr das LP schon gesehen habt, was ihm aufgefallen ist, wenn ihr ein Schiff habt oder ein Raumschiff, was jetzt nur in der Atmosphäre fliegt und ihr das schnell aufladen wollt, dann nutzt die Energie eurer Station. Dann nehmt ihr praktisch hier so einen Verbinder. Ich baue den jetzt mal so ganz unschön einfach hier vorne dran. So, den baut ihr hier dran. Und auch wenn der Verbinder größer aussieht bei einer Station oder bei einem großen Raumschiff, so ist der Ring 1:1 identisch. Das heißt, ihr könntet jetzt an einen Verbinder, ja, warte mal, ich kann das ja umstellen, wo ich jetzt hier die Taste, da genau. Also so sieht der Verbinder von einem großen Raumschiff aus oder von der Station. Wir sehen, Ring ist aber identisch groß. Sieht jetzt nur durch die Perspektive so ein bisschen aus, ne? Jetzt hier so hinstellen, so, da sehen wir es. So, das heißt, ihr könntet jetzt damit an einer Station andocken, sagt verbinden, dann hält euer Raumschiff ja auch da dran, egal wie, in welcher Position. Und dann wird euer Raumschiff von der Stromversorgung, also von den Reaktoren, von den Windkrafträdern, was auch immer ihr habt, der Station aufgeladen. Das geht dann natürlich relativ zügig. Besser, als wenn ihr das dann selber macht, gerade wenn ihr zum Beispiel nur Solarenergie benutzt. Also das ist nochmal so ein kleiner Tipp. Solltet ihr jetzt nicht so machen, wie ich das gemacht habe, aber so kriegt man zum Beispiel auch, wenn ihr das an den Container dran setzt, kriegt ihr damit auch Komponenten vom Raumschiff unproblematisch hier rein oder umgekehrt. Ne? So, wir nehmen das mal weg. Waffen brauchen wir auch nicht im Moment. Fahrwerk haben wir dran, damit wir irgendwo auch parken können. Ja, was man noch machen kann, wenn ihr irgendwo hinfliegt, einen Erdsensor dran machen, dass ihr dann seht, was für Ressourcen habt ihr denn da auf einem Asteroiden zum Beispiel, so wie wir das hier ja auf dem Planeten auch machen. Aber das Ding wäre jetzt so flugfertig. So, ich werde mich jetzt dran machen, den Hydrogentank zu füllen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir dann den ganzen Testflug auch machen. So, naja, ich sag mal, wir sehen gerade, ich greife nochmal drauf zu, kleinen Moment, hier, Sauerstoff, Hydrogen, da ist es. So, 100%, jetzt hat er es gerade geschafft. Ja, denn ich musste ein bisschen was dran bauen. Ich musste noch mehr Sauerstoffgeneratoren und einen kleinen Frachtcontainer dran bauen. Die entfernen wir jetzt aber, keine Panik. Die nehmen wir jetzt wieder raus. Ja, hier entfernen. Entfernen. Auch entfernen, genau. Den dann auch entfernen, genau, das dann auch hier löschen, genau, so, wird gelöscht, wunderbärchenhaft, das heißt, alles bereinigt, wunderbärchenhaft, ich packe hier noch im Vorsichtshalber das bisschen hier rein, wir sehen, ist das schon bald voll, als einfach nur als Reserve, das was hat, gut, die beiden Tanks, das sieht man auch außen so schön, sind voll drauf und, ja, ihr seht, ich habe noch ein bisschen in der Zeit das genutzt und noch doch ein bisschen hübsch gemacht, ich habe es weiß gemacht, ich habe die Tragfläche noch ein bisschen ausgearbeitet, aber ich nur so Spielereien hinten noch so ein bisschen. Warum habe ich hier das ausgespart an der Stelle? Weil natürlich der Triebwerksstrahl alles beschädigt, was da irgendwie im Weg ist. Deshalb immer
gucken, wohin geht der Triebwerkstrahl und nichts davor bauen. Das hier habe ich jetzt neu dran gesetzt, das ist ein Scheinwerfer. Da habe ich hier links auch einen an der Seite dran. Ich habe hier einen, der nach hier leuchtet, nach hier und zwei nach hinten. Warum habe ich übrigens rum diese Scheinwerfer gemacht? Das hat den Grund, wenn ihr im Wald unterwegs seid, ist es düster, es ist total düster. Es sei denn, ihr habt die Sonne, aber die wandert ja auch. Und wenn ihr zum Beispiel so einen großen Asteroiden habt mit einem Loch, ja, es gibt relativ große Höhlensysteme bei manchen Asteroiden, was heißt Höhlensystem, also Höhlen oder beziehungsweise einfach so ein Durchschuss, kann man sagen, wo man dann reinfliegen kann mit so einem Raumschiff, damit man nicht so weit fliegen muss, wegen den Ressourcen, die man abbauen möchte, dann navigiert es sich da drin echt doof, wenn man keine Scheinwerfer hat. Und wenn man die nur nach vorne hat, dann sieht man teilweise links und rechts nicht, wie nah man denn mit den Tragflächen oder den Utensilien, die man da dran hat, an der Wand langschrubbt. Und damit das nicht passiert, habe ich mir angewöhnt, immer in alle Richtungen, gut, nach oben und unten habe ich jetzt hier keinen, entsprechend Triebwerk zu installieren, damit das Ganze safe ist. So, jetzt habe ich noch was gesehen, was mich persönlich stört. Das ist das hier. Genau. Einfach der Optik halber. Genau, wunderbarchenhaft. So, und wir haben jetzt gesehen, wir haben hier zwei Tanks voll und ein großes Triebwerk. Mhm. Gut, gehen wir mal rein ins Cockpit. Achso, ich schalte jetzt erstmal, damit es auch authentisch ist, den Kreativmodus aus. Genau, das heißt, jetzt ist wieder ganz normal unser Survival-Modus. Ich fülle nochmal kurz die Flasche. Ja gut, Flasche ist voll, Sauerstoff ist auch voll. Okay, wunderbar. Okay, und dann speichern wir das Raumschiff einmal, damit wir auch wissen, okay, das ist genau das, was wir haben wollen. Dazu benenne ich das aber erst nochmal um, damit ich das dann leichter finde. Das heißt Info, das ist der Name vom Schiff und dann sagen wir, ja, Org Shuttle habe ich auf jeden Fall schon drin, dann sagen wir einfach mal, was leichter finden, Tutorial, Org Shuttle, genau. Ja, naja, gut, okay, so sollte man es nicht schreiben. So, so ist gut. Dann auf okay, wunderbar, das heißt, das ist jetzt umbenannt. Wenn ich jetzt Steuerung B drücke, dann speichert er das. Und hier sehen wir Tutorial Org Shuttle. Warum er kein Bild mehr einfügt, keine Ahnung. Früher war das immer so, dann hat er Bilder mit eingefügt und hatte man genau das, was man jetzt hier gesehen hat im Hintergrund, diesen Screenshot. Achso, warte mal. Achso, okay, wir müssen das jetzt manuell machen. Aber jetzt haben wir es drin. Genau, kommt noch Beschreibung. Ich kann das in den Workshop hochladen. Mache ich in demselben Atemzug auch mal. Komm, gehen wir gleich auf Publish. Ja. Genau, als Schiff, wunderbarchenhaft. Wird hochgeladen. Dauert immer einen kleinen Moment, je nachdem, was bei Steam gerade los ist oder bei euch. Und dann ist es gleich im Workshop verfügbar. Das heißt, abgeschlossen. Genau, so, können wir auf Ja klicken, können wir das jetzt hier angucken und dann sehen wir, hier ist es entsprechend, ist relativ klein, ne? So. Gut, ja, wir sehen, zu welchen unmöglichen Uhrzeiten ich hier aufnehme für euch, ne? Ja, das heißt, wenn ihr da lustig seid, könnt ihr das hier abonnieren und dann habt ihr das in eurer Welt, könnt es halt laden. Ne? Also, Objekte laden geht mit Steuerung F10. Damit ruft ihr dann dieses Menü auf, wo ihr dann alles habt. Dann könnt ihr hier zum Beispiel oben eingeben, Tutorial, dann haben wir hier Tutorial Org Shuttle. Warum auch immer jetzt das Bild nicht drin ist, was soll's. Aber zumindest ist das das. Und dann könnt ihr das hier laden, dann könnt ihr das nämlich mit Steuerung V oder beziehungsweise Copy to Clipboard gibt es da einen Knopf, müsst ihr drücken, genau, und dann könnt ihr das hier einfügen und dann einfach nochmal zum Nachgucken, nachprobieren, nachbauen, umbauen, testen einfach nur, dass ihr das dann zur Verfügung habt. So, und wir wollen jetzt eigentlich losfliegen. Wir haben es gespeichert, alles wunderbärchenhaft. Was man noch machen könnte, wäre einen kleinen, ja, wie will man sagen, also ein kleines Survival-Kit dran zu installieren. Einfach, um einen Spawnpunkt direkt am Schiff zu haben. Brauchen wir aber nicht. Sage ich jetzt einfach mal so frei. So, mit V geht man ja in die externe Ansicht. Die wähle ich jetzt auch hier. So, und dann... Triebwerke sind alle an, hoffe ich. Ich habe Uran eingefügt. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Nur gefällt mir. Also ich mag ja so diese minimalistischen Designs ein bisschen gerne. So, und dann... Ihr seht, da zündet es und wir verbrauchen dabei 50% unseres Stroms. Huiuiuiui. So, mit P. Triebwerk lösen. Ah, okay. Wunderbar, schnafft. Hebt gut ab.
So, und wir sehen jetzt, der neigt jetzt. Wir können ja hier dank der ganzen Anzeigen im Cockpit immer sehen, was jetzt mittlerweile los ist. Ne, mit Alt gedrückt halten kann man sich ja so ein bisschen umgucken. Okay, wunderbar. Ich springe aber mal wieder in die andere Ansicht. Also wir können jetzt die ganze Zeit so hochfliegen, um so viel wie möglich zu sparen. Wollen wir aber nicht. Wir wollen jetzt die Hydrogentriebwerke zünden. Und da sehen wir schon, jetzt korrigiert er. Und dann hält er jetzt praktisch auch die Stelle. So, und dann gehen wir einfach mal Gas. Wow, und wir sehen hier, ich bewege die Maus nur ganz leicht, wie schnell er dann reagiert. So. Guter Anhaltspunkt ist halt, wir gehen ein bisschen steiler, komm, wir gehen ein bisschen steiler. Sollte er ohne Probleme packen, wir sind bei 99,85. Ja, das reicht, das ist okay. So, wir sehen, funktioniert bisher, läuft, ne? Ja, da unten ist unsere Basis. Die Atmosphärentriebwerke funktionieren, wir sehen es, jetzt nicht mehr. Also wir sind schon hoch genug, ja, also das funktioniert nicht lange. Wie gesagt, das ist jetzt der ganz normale Überlebensmodus. Das heißt, das, was wir jetzt hier machen, funktioniert. Wir sehen rechts unten, sehen wir gerade, ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, also rechts unten sehen wir P, das ist halt die Bremse, Y ist die der Strom. Wenn wir den jetzt ausschalten, wäre ein bisschen schlecht. O ist halt die Antenne für unser Raumschiff, wenn ich das mal drücke. Ne, machen wir jetzt einfach mal so. Genau, und sehen wir darunter die Kiloanzahl, das Gewicht unseres Raumschiffs in Kilogramm. Wir sind bei 45.830, das heißt 45 Tonnen. Wenn wir überlegen, 500 Tonnen, ein Triebwerk, ein Tank, passt, haben wir locker Luft. Das sollte also zigmal reichen. Dann sehen wir darunter, wie lange reicht der Strom, 164 Tage. Wir verbrauchen jetzt gerade 1% unseres Stroms und darunter sehen wir, unser Hydrogen ist bei 90% der Tank. So. Und wir sehen hier unten, neben der Schnellstartleiste, da unten, sehen wir neben dem künstlichen Horizont, gerade bei P-Gravity, also Planet, da sehen wir gerade, dass wir nur noch 0,5, also knapp 0,5 G haben. Ja, also Gravitation, die Anziehung hat halt nicht mehr so viel Einfluss auf uns. Wir sind schon relativ hoch gekommen und das bei nur so wenig Verbrauch. Liegt aber auch wirklich daran, dass das Ding total mega leicht gebaut ist. Also wir sehen, wir könnten das noch reduzieren, indem wir wirklich einen Hydrogentank wegnehmen und der würde allemal ausreichen. Ist halt eine Bis-zu-Angabe, ne? Bis zu 500 Tonnen, ungefähr Pi mal Daumen. Also ich habe gelesen, der eine hat geschrieben, mit 600 Tonnen klappt es auch, aber da beschleunigt er sehr langsam. Also bleibt auf jeden Fall drunter. Ich würde sagen, so wenn ihr bei 300 Tonnen seid pro großem Triebwerk und das, dann seid ihr auf jeden Fall versichern, seid ihr denn gerade, wenn ihr sowas wie einen Frachtcontainer mit dabei habt, dann solltet ihr den vielleicht auch mit einkalkulieren, falls ihr dann mal Sachen mitnehmt, egal in welche Richtung, weil das wiegt ja dann auch wieder ein bisschen mehr. So, wir sehen, wir sind jetzt bei 0,35 G, wir haben es praktisch fast geschafft, da vorne tauchen schon die ersten Asteroiden auf, ja, müssen wir ein bisschen aufpassen. So, und wir sehen, der Vorteil, also wir haben jetzt hier keinen Sauerstoff mehr. Wir sehen da unten das Grün, was grün angezeigt wird, so ganz unten am Bildschirmrand. Sauerstoff hoch und es ist warm. Das heißt, in unserem Cockpit strömt fröhlich der Sauerstoff, den wir denn dann da produziert haben. Also ich brauche kein Visier aufsetzen, nichts und spare praktisch den von meinem Anzug. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo draußen unterwegs sein möchte, dann habe ich den Vorteil, dass ich dann immer noch genügend Sauerstoff zur Verfügung habe. Ja, also rein theoretisch. So, wir sind jetzt bei 0,25 und das Ganze geht frühlich weiter und wir sehen, also man muss ja immer bis zu dem Zeitpunkt rechnen, wo unten P-Gravity komplett abgenommen hat. Also bis da 0 steht, sodass wir wirklich in der Schwerelosigkeit sind. Endgültig. Und wir sehen, wir haben jetzt praktisch schon fast ein Viertel des Tanks verbraucht. Das heißt, da wir ja zwei Tanks haben, also rechnen wir das runter auf einen Tank, wir haben ungefähr 50%, also wenn wir nur einen Tank hätten, so wie wir das ja als Rechenbeispiel gestellt hatten am Anfang, dann hätten wir jetzt 50% unseres Tanks verbraucht. Von daher, ist dann doch schon ganz schön viel, ne? Aber man hätte auf jeden Fall noch Luft, wenn wir das so sehen, ne? Wir sind jetzt bei 0,17. Wenn man bei 0,5 ist, der nächste Schritt nach 0,5 ist dann schon Schwerelosigkeit, ne? Das kann man sich immer so ein bisschen merken.
Tja, und wir sehen, dann sind es bei 30 Kilometern Entfernung. Also man hätte dann mit Hydrogen auf jeden Fall noch genug für den Rückweg. Jetzt ist natürlich die Sache, man will ja auch landen. Und da sind dann auch wieder diese Atmosphärentriebwerke von Vorteil, weil die helfen uns, wenn wir dann wirklich in so eine Schwebeposition gehen, langsam wieder zu landen und sind auf jeden Fall besser geeignet, weil wir müssten dann ansonsten nämlich da große Hydrogentriebwerke nach unten ausrichten, damit wir da vernünftig landen können. So, 0,12 G. Ne? Und wir sehen, da haben wir schon 69% nur noch. Das ist jetzt nicht mehr so viel. Also in der Situation, auch wenn wir so leicht sind, ne, nur in Anführungszeichen 45 Tonnen, dann ist das doch gut, dass wir da so großzügig kalkuliert haben. Denn angenommen, man hat jetzt wie zum Beispiel beim ersten Raumflug kein Uran, weil man das ja nur im Weltall findet, dann kann man sich ja nur auf das Hydrogen verlassen. Und wenn man jetzt nicht unbedingt so viel Glück hat und einen Asteroiden mit Eis findet, um dann halt wieder selbst Treibstoff herzustellen unterwegs, dann wird das relativ eng. So, 0,09, also fast geschafft. Tja, unser kleiner Planet hier. Sehen wir die ganzen Asteroiden hier rumtreiben. Was so ein bisschen schade ist, das ist mal so abseits vom Tutorial, die Asteroiden sind alle noch innerhalb der Anziehungskraft, werden aber leider nicht angezogen, weil das hätte echt noch was, wenn so ein großer Asteroid mal runterprasseln würde, die Meteoritenschauer, die es uns gibt, die sind nur ganz, ganz kleine Teile, ne? Die sind kleiner als unser Raumschiff, mehr oder weniger. Aber funktioniert. Ne? Trotz des doch relativ mittelmäßigen Designs. Ja, ist eigentlich nur Triebwerke und Tanks, aber funktioniert. Und wir sind glücklich und zufrieden. Das ist bei 43 Kilometern, 43,5 gleich, ja, schon mehr. Und jetzt gleich müssten wir hoffentlich in der Schwerelosigkeit angekommen sein. Ja, aber man sieht, wie viel Zeit man braucht. Und wenn man jetzt dann guckt, dass wir praktisch schon fast die Hälfte verbraucht haben, dann ist es echt krass. Das heißt, wir hätten jetzt bei einem Tank nur noch knapp ein Viertel übrig. Ja. Da hätte ich nicht so ein gutes Gefühl bei, ehrlich gesagt. So, wir sehen, jetzt haben wir es geschafft. Gerade eben kann man auch bremsen. Und da sieht man dann, okay, vielleicht hätte man ein paar mehr Triebwerke installieren sollen nach vorne. Denn die kleinen Triebwerke, die geraten da so ganz schön in ihre Grenzen. Also die kleinen Hydrogentriebwerke. Aber es reicht. Bei so einem kleinen Raumschiff mit so wenig, da reicht das durchaus aus. So, und jetzt haben wir es geschafft. Wir sind im Weltall und somit haben wir ein funktionierendes Raumschiff, mit dem wir uns hier draußen bewegen können oder halt wieder auch zurückkehren können, wenn wir das denn wollen würden. Das war's an dieser Stelle mit dem Tutorial, wie baue ich ein Raumschiff. Wenn ihr noch Interesse an weiteren Tutorials habt, wie zum Beispiel, wie baue ich ein Raumschiff nur mit Ionenantrieb oder wie funktioniert das mit dem Sprungantrieb oder zum Beispiel, wie baue ich ein kleines Raumschiff, was nur in der Atmosphäre rumfliegt oder ein Fahrzeug. Schreibt das gerne in die Kommentare, dann reiche ich da entsprechend ein Tutorial dafür nach oder auch für andere Sachen. Einfach fragen, da lässt sich garantiert einiges machen. Und ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall geholfen, die aktualisierte Variante. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, Nachbauen, Rumbauen. Und wie gesagt, im Workshop findet ihr ja dann, wenn ihr wollt, dieses kleine Versuchsobjekt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dem einen oder anderen wurden die Fragen, die er hatte, geklärt. Ansonsten, wie gesagt, haut's in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht bei einem der Let's Plays wieder oder beim nächsten Tutorial. In diesem Sinne, bis dahin. Euer Mr. Zucker.